Hallo zusammen, ich habe eine Solartasche bekommen, beziehungsweise mehrere Paletten. Und wenn wir die auspacken, die Schachtel legen wir auf die Seite hier, dann sieht das Teil so aus. Schönes Remo-Logo drauf. Ich kann die Tasche aufmachen, ich habe hier so Aufsteller, dann kann ich es schräg am Boden stellen. Und dann hat diese Tasche diese Fläche hier. Die Kamera ist noch klein. Das sind 200 Watt Solar-Nennleistung. Und der Preis liegt bei 350 Schweizer Franken. In Deutschland sind wir bei 382, weil da haben wir mehr Steuern. Wir haben mehr Mehrwertsteuer, Import, Zoll. Und wir haben hier eine Tasche. Wir haben hier den Anschlusskasten und hier einen vernünftigen Stecker. Dabei ist dieses Kabel hier. Hier kann ich auch zumachen und dann kann ich das hier einstecken und hier habe ich 5 Meter Kabel. Und ihr wisst ja, ich brauche für jeden Solarpanel einen Regler, der das kann, was das Panel bringt. Und hier dazu kriegt ihr von mir Standard diesen MPPT Solarregler, der kann bis 280 Watt. Das Panel bringt 200 Watt. Theoretisch, ich habe es gestern mal gemessen, gestern Nachmittag, da bin ich auf Werte um die 150 Watt gekommen, Spitze schön ausgerichtet. Aber das mit den 200 Watt bringt das Panel nicht, aber das sind dann schon 10, 11 Ampere bei 14 Volt. Das hat das Panel reinbekommen. Hier habe ich zwei Vago-Klemmen. Also das heißt, ich verbinde hier Plus und Minus. Ist eigentlich ganz klar. Und hiermit gehe ich direkt auf die Batterie. Sprich, wenn ich hier die Batterie habe, hier direkt Plus und Minus drauf. Ich habe eine Sicherung drin. Und so kann ich das Panel oder den Regler hier sein lassen. Den Regler hier bei der Batterie Plus und Minus drauf und das Panel hier drauf angeschlossen. Das Kabel lasse ich im Fahrzeug, im Staukasten irgendwo versteckt. Wenn ich es brauche, gehe ich damit raus und schließt das Panel hier mit dem richtigen 50 Ampere Stecker an. Ich könnte das Kabel auch verlängern mit einem 2,5 Quadrat Kabel, nochmals 10 Meter dazu, wenn ich es bräuchte. Aber hier mit 5 Meter Kabel sind wir relativ gut bedient. Die andere Alternative, das ist der Standardregler, den schenke ich euch zum Panel dazu. Oder zu dieser Tasche, der ist bei den 350 inklusive, momentan als Aktion. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe so eine Batteriebox von Wemo, und die hat ja hier hinten diese Stecker, dann kriegt ihr von mir diesen hier, den stecke ich hier unten beim Dauerstrom ein. Hier drauf kommt wieder das Panel, fest angeschlossen. Und dann kann ich das wieder ausstecken. Alles zusammen verbunden. Kann ich das hier in diese Tasche versorgen. Und ich kann das nehmen und an der Batteriebox anschließen. Ich denke, eine 200 Watt Solartasche
Die technischen Daten findet ihr unten, den Link findet ihr auch unten. Für 350 Schweizer Franken, das ist ein guter Preis. Wir haben die bekommen, die letzte Lieferung war relativ schnell weg. Also wenn ihr so eine Tasche sucht oder beabsichtigt, so eine zu kaufen, meldet euch bei uns. Die Tasche ist am Lager verfügbar. Wenn ihr sonst Solaranlage irgendwas braucht, wir haben Panels, wir haben starre Panels am Lager, wir haben Laderegler, Ladebooster, alles am Lager, obwohl wir hauptsächlich für Kühlschränke schauen. Hier verlinke ich euch ein altes Video über die gleiche Tasche und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.